Ja, und damit willkommen zu einem neuen Update von Space Engineer. Space Engineer ist doch schon jetzt. Astroneers. Wir sind jetzt bei einer 6.5. 065. Ich weiß nicht, ob der alte Spielstand nochmal funktioniert, aber es gibt jede Menge neue Sachen. Und ja. Wir fangen. Oder ich sage nochmal von neu. Wir haben es ja auf dem Boden ziemlich verbaut. Das nächste Mal wissen wir, was wir machen müssen. Und ja. Ich mache der Kollege nachher auch damit. Ich habe schwerwiegende Rechnerprobleme gehabt. Ja, konnte deshalb auch wenig Aufnahmen machen. Ich versuche immer wieder Content reinzubringen, aber ja, wenn der Rechner nicht will, was soll man machen, ne? So. Yeah. Das ist neu. Finde ich cool. Und jetzt kann man hier diese Stromkabel überall einstecken, wo man will. Das haben sie neu und ja, das ist unser ehemaliges Habitat quasi. Jetzt haben wir so eine, oh, so eine richtig schöne Hütte. Ne? Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da wird Sauerstoff produziert. Früher haben wir uns immer gefragt, wo kommt eigentlich der Sauerstoff her? Ja, wir haben ja nicht sowas produziert, aber nein, da wird es produziert. Und hier drüben wird Strom gemacht, zumindest so minimal. Ja, da haben wir sowas wie einen Kernreaktor oder so. Ja. Dann legen wir einfach mal los. Wie ihr seht, die Animationen haben sich auch verändert. Es wird so eingesaugt jetzt. Mega cool. Achso, und hier, da wo man langläuft. Ne? So, Generator brauchen wir noch nicht. Kleiner Fabrikator brauchen wir glaube ich auch noch nicht. Kleiner, dann brauchen wir doch den kleinen Fabrikator. Wir haben ja sonst nichts. Ja. Oh. Ist bloß nicht so toll, dass wir hier direkt in so einem Loch stehen. Untersuchen. Paket einsetzen. Was ist? Ach, mit so einer Düse irgendwas hochschicken oder wegschicken und dafür so ein Ding kriegen oder was? Jetzt ist gesperrt. Recycle vorhandenes Data-Paket. Ach so. Okay. Was ist das jetzt? Das ist eine normale Plattform, oder? So funktioniert das jetzt. Ganz lustig. Okay, was haben wir hier drin? Auf Plattform platzieren.
Das ist der mittelgroße, okay. Wir haben ja noch den kleinen. Da. Benötigt Harz. Was will er denn herstellen? Large Plattform, Forschungskammer, Large Plattform. Harz, okay. Und was macht der hier? Mittelgroße Plattform. Fabrikator, den haben wir ja schon. Mittelgroße Plattform, alles klar. Ach, der dreht sich ja automatisch. Das ist... Oh, cool. Ah! Praktisch, das konnte man früher auch nicht. Jetzt kann man gleich so hindern, wie man braucht. Okay. Tja, dann müssen wir wie gewohnt Harz suchen. Alles klar. Dann müssen wir uns beeilen. Wir können diese Stifte noch nicht machen. Also die Slacklines quasi, wo wir immer Sauerstoff und sowas kriegen, das können wir hier noch nicht. Ja, 50% für uns ein, alles klar. Komm. Anscheinend nichts mehr drin. Und zurück. Rennen. Umso schneller wir rennen, umso weniger Sauerstoff haben wir natürlich. So. Dann machen wir erstmal die Plattform. Okay, das war die Forschung. Naja, dann muss ich mich erstmal gewöhnen. Den Druck. Oh, das sieht jetzt richtig mega aus. Ah, neue Futures F1. Da gucken wir uns das dabei mal an. Verwendete Fabrikatoren. Okay, das haben wir schon rausgekriegt. Z und X kann man jetzt Sachen drehen, das ist nämlich neu. Ach, die Füße kann man lose machen und fest. Sobald ausgefahren, kannst du sie an einen Stromanschluss anschließen und verhaken. Löse Stromanschluss wieder, um eine Plattform zu verschieben. Okay, das müssen wir gleich mal testen. So, das ist die Energie, das habe ich auch schon abgecheckt. Verbessere Modulleistung, indem du mehr Energiequellen hängst. Ja. Da hinten hat die nur ein reines Lager. Drückerverlängerung, um den Energiefluss um deine Basis herum zu lenken. Okay. Verwende Objekte, um sie sofort zu aktivieren. Mit Alt. Steuerung Linksklick ist untersuchen. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Okay, dann brauchen wir das ja gar nicht so lange halten. Was ist hier neu? Zusatzversuche können einen Zusatzspeicher zum Platzieren nützlicher Gegenstände verwenden. Okay, das können wir eigentlich schon. Was haben wir hier? Ja, das Zeug researchen, alles klar. Das kennen wir schon. Das glaube ich auch. Das guckt also nach der alten Maschine. Oder alten Basen.
Okay. Weiter geht's nicht, ne? Alles klar, was haben wir hier jetzt? Das Teil. Das probieren wir jetzt mal, ne? Ziehen das mal raus. Ah, cool. Okay. Jetzt kann man sie nicht mehr verschieben. Praktisch. Ich hatte es immer genervt, wenn du falsch gebaut hast. Du hast nie wieder gekriegt. Wisst ihr ja, ne? Jetzt kannst du hier alles super perfekt hin und her knallen, wie du willst. So, dann machen wir das. Wo war denn der Abgrund da hinten? Tja, wir bräuchten eigentlich irgendwas zum Glätten. Stellen wir dich hier mal. So. Voll cool. Okay. Dann brauchen wir... Wie war das alt? Steuerung? Okay. Forschungskammer brauchen wir, da brauchen wir Gemisch. Die brauchen wir als nächstes. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, gleich Gemisch. Fest zumindest. Da. Zurück. Sonst ersticken wir hier. Das ist auch noch Gemisch gewesen. Forschungen sehe ich hier. Offensichtlich erstmal keine. Das heißt, wir müssen in die Höhle rein. Können wir hier lang rennen? Was denn? Oh, shit. Brauchen dringend diese Forschungsdinger. Okay.
Frachtabwurf erneut ausladen. Recycler vorhandenes Starterpaket. Shit happens, wir haben eine echt blöde Situation hier. Und wir müssen 100 pro Jahr rein, um Forschung zu machen. Aber da kommst du doch nicht hin. Guck mal, wie tief das hier ist. Das ist verdammt tief. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Sauerstoff mitnehmen. Und schon eine einzige Forschung. Wir brauchen eine einzige Forschung. Oh Gott, jetzt kommt auch noch der Sturm. Er kommt direkt auf uns zu. Wenn dann noch diese Kisten ankommen, haben wir keine Chance. Jetzt sind wir doubled. Ja. Oh Gott. Oh, der war knapp. Oh, oh, oh. Einer hat gesessen. Oh. Wir haben ein Problem. Was ist das Problem? Leute, wir brauchen Forschung. Es gibt's nicht. Wir kommen ja gar nicht so weit weg. Ich glaube, wir müssen... Wir werden mal nochmal eine neue Map generieren. Der Standpunkt hier ist nicht so der ideale. Da
Da unten ist ein Forscher, ich habe einen gesehen. Komm schon. Tja, das Problem ist, wir kommen da einfach nicht so wirklich hin. Wenn wir da sind, die wieder herkommen, das ist zu weit weg. Wollen wir nochmal neu starten? Das ist eigentlich das Vernünftigste. In der Hoffnung, dass man dann auch ein paar Bäume in Harmonie hat. Oder zumindest Forschungsteile. Vielleicht haben wir dann auch nicht so die Ressourcen, weil ich habe jetzt gesehen, wir haben hier relativ viele Ressourcen gleich noch näher. Das spricht natürlich für sich. Aber ich bin eher der Sucher. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, ciao.